Also es geht los. An alle, die mit mir diese Reise machen, ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in 3 Wochen wieder oder in Island. Viel Spaß. Also ich bin jetzt hier an diesem Parkplatz in Bohnsdorf beim Hornbach angekommen. Alles sehr professionell. Die Schranke erkennt sofort anhand des Kennzeichens. Wirst mit Namen begrüßt, musst dich um nichts kümmern. Und schaut mal, wie groß dieser Parkplatz ist. Das sind riesige Mengen. Hier stehen die vor allem richtig geschützt. Also ich schätze 1000 Autos mindestens. 30, 40 Reihen und alles kameraüberwacht mit Mülleimern, sehr professionell. 44 Euro, 14 Tage inklusive Versicherung. ADAC-Rabatt gibt es auch noch. Kinder, da wird die Anreise gleich wirklich echt ein Happiness. Wir sehen uns dann spätestens am Flughafen. Bis gleich. Unglaublich viel Glück mit unserem Platz. So viel hatten wir noch nie. Und obwohl der Flieger komplett voll ist, sitze ich hier in meiner Reihe schön alleine. Jetzt kann man schon Island sehen. Ein Regenbogen in den Wolken.
Könnt ihr das sehen? Toll, wa? Guck mal, das geile Wetter in Island. Von wegen Regen. Dear passengers, welcome to Iceland, the home of Iceland Air. The local time is 3:30. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off. Take care when opening the overhead compartments, as objects may have shifted during the flight. So, wir sind also angekommen. Dann werden wir mal unser Auto suchen. BZK01. BZK01, da steht er schon. Und guck mal, der schöne Sonnenuntergang. Hier sind noch massenhaft neue VWs. Und wenn ich das so richtig sehe, scheinen das alles auch Elektrofahrzeuge zu sein. Wow, die haben eine komplett neue Elektroflotte für das Hochland. Da werde ich nächstes. Ein Caddy ist das. Alles auf Elektro. Hier, guckt euch die mal an. Die sind geil. Die sind ja geil.
die sind echt cool. Alles neue Dinger. Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen jetzt unseren BZK01. Da ist er. Und es ist kein Traffic, es ist ein nagelneuer VW. Wir sind abgegradet worden. Hat sie sich wahnsinnig gefreut, als ich sagte, wieso habe ich eigentlich nur den Fun? Ich habe doch den Fun X. Das sind nämlich immer die Vorjahres- oder die etwas älteren Modelle. Das ist ein niegelnagelneues VW-Modell. Also auch wieder Glück gehabt. Und wow, guck mal. Der ist richtig, richtig geil. Der ist richtig, richtig geil. Schöne Küche. Schön. Der riecht aber auch gut. Komplett neu. Och, ist der groß. Schön. Sehr schöner. Schade, man kann zwar durchreichen, aber es ist keiner, im Regen muss man dann durchlaufen. Oh, das riecht noch nach dem Lack hier. Guck mal hinten schön mit den Türen. Den werden wir jetzt erstmal richtig warm fahren. Ab zum Bonus. Oh, sehr schön. Ja, also Platz hat der noch. Das wird ein richtig, richtig schöner Urlaub. Da freue ich mich total. Gerade wirklich im Winter so einen schönen neuen Wagen. Genial. Also, wir werden jetzt noch unser Zubehör alles abholen und die Taschen reinhauen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Also, einkaufen waren wir schon. Ich weiß nicht, ob ihr es so richtig sehen könnt. Aber die strahlen da hinten wunderschön noch die Küste so an. Guckt mal. Wahnsinn, wa? Ja, schon spät. 18 Uhr. Absolut duster. Gott sei Dank haben wir den Leitmod noch bei. Und jetzt fahren wir zum Zeltplatz und dann geht's ab in der Haia was essen. Ja, also dann nochmal einen schönen Ausblick hier. Von Grindavik oben direkt am Leuchtturm. Und man riecht das Meer, ich liebe es.